Ja, vielen Dank, Heinrich. Einen schönen guten Tag. Sven Grabojanski ist mein Name. Tatsächlich, es gibt Menschen, die sich beruflich mit der Zukunft beschäftigen, ja, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich zu überlegen, wo geht dieses Land hin, wo geht unsere Gesellschaft hin und wie werden wir, Sie alle, jeder von uns, im Jahr 2020 leben. Ich bin einer davon, leite den Forward to Business Think Tank und ja, freue mich sehr, dass Sie auch an der Zukunft interessiert sind, denn wenn Sie sich jetzt ein paar Minuten das anhören möchten, wie Kundendialog in der Zukunft funktioniert, dann heißt das ja nichts weiter, als dass Sie an Innovationen an der Zukunft interessiert sind. Und wenn das wirklich stimmt, dann ticken Sie, dann denken Sie genauso wie 300 Innovationschefs von großen deutschen Unternehmen, die sich einmal im Jahr, im Sommer immer, in einer alten Burgruine, wie Sie hier sehen, versammeln, auf meine Einladung. 2 Tage sitzen die da rum und reden über nichts anderes als die Frage: Was passiert in 10 Jahren? Wie leben wir im Jahr 2020? Das sind ganz seriöse Menschen. Sie sehen das. Ich werde Ihnen nachher gleich noch ein paar von denen vorstellen. Und ich werde Sie in den nächsten 45 Minuten ein bisschen in einen Teil, natürlich kann ich nicht dieses ganze Zukunftsszenario Ihnen präsentieren, aber in einen Teil, nämlich in den Teil, wo es um den Kundendialog der Zukunft geht, da möchte ich Sie hineinführen. Und werde Sie so ein bisschen auf einen Rundgang schicken durch unsere Wohnung im Jahr 2020. Ja, also ich werde Sie auffordern, nochmal aufzuwachen nachher und tatsächlich am Morgen durch Ihre Wohnung im Jahr 2020 zu gehen. Mal sehen, was passiert. Auf eine Sache muss ich Sie vorbereiten, bevor wir in diese Wohnung hineingehen. Sie wachen gleich auf und in Ihrem Bett liegen noch ein paar Menschen. Die habe ich einfach eingeladen. Ja. Ich war so frei und weil man ja gern weiß, mit wem man da aufwacht, stelle ich Ihnen ein paar vor. Das ist deshalb wichtig, weil dieses Szenario, was ich Ihnen vorstelle, auf deren Visionen, auf deren Strategien mit basiert. Sie haben hier Heikki Nota beispielsweise, das ist der Strategiechef von Nokia aus Finnland. Sie haben Matthias Hartmann, das ist einer der Geschäftsführer der IBM Deutschland GmbH. Das sind sozusagen so einige dieser Technologie-Cracks da in unserem Think Tank. Alex Rössler gehört auch dazu, der Rechte hier von Intel, der Europa-Marketing-Chef. Und dann kommen so die Forscher. Ja? Also sieht auch aus wie ein Fraunhofer-Forscher. Bodo Urban. Das Interessante an Bodo Urban, der kommt aus Rostock, aus dem Fraunhofer-Institut in Rostock, ist dieser, ups, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt, dieser hässliche Handschuh hier. Schauen Sie sich den mal an, dieses weiß-gelb-blaue Teil. Wenn Sie mit Bodo Urban reden, dann sagt er, dieser Handschuh ist der Vorläufer davon, dass Sie in 5 Jahren in einen Elektronikmarkt Ihres Vertrauens gehen, einen Fernseher oder eine Stereoanlage kaufen und dieses Gerät weiß, was Sie fühlen. Und dieses Gerät wird Ihnen ein anderes Programm, Musikprogramm, Fernsehprogramm machen, wenn Sie euphorisch sind, als wenn Sie ein bisschen deprimiert sind, ein bisschen melancholisch sind. Daran forschen die Menschen. Dieter Gorni, den kennt der eine oder andere. Das ist der Gründer von Viva, der wichtigste Kopf der Musikindustrie quasi in Deutschland. Die sind auch dabei. Und natürlich, wenn man über Zukunft redet, das hat sicherlich der eine oder andere schon mal gehört, hat ziemlich viel mit Computerspiel zu tun. Mit Computer hat sowieso viel zu tun, mit Computerspiel auch sehr viel. Das ist der General Manager Bernd Fackisch von Nintendo. Und wer da so eine Wii, so eine neuartige so eine Konsole, so einen Controller hat, ja, und wo die Kinder, jetzt auch die Omas, in der Wohnung Tennis spielen, ja, oder Golf, das basiert auf seinem, also nicht auf seiner Idee, aber auf seinem Unternehmen. Es sind nicht nur Techies. Stefan Liebing ist von Shell International, Wolfgang Müller-Pietralla ist der Chef Zukunftsforscher von der Volkswagen AG. Thorsten Strath ist der Marketingchef von Otto, also auch der Handel, ganz wichtig, selbstverständlich, wenn man über Kundendialog in der Zukunft redet. Und der letzte, den ich Ihnen vorstellen will, den kennt vermutlich keiner, jedenfalls meistens, wenn ich rede, kennt den keiner. Ja, Guntram Graef, dabei ist es der reichste von uns. Guntram Graef ist vor 2,5 Jahren zum ersten Mal in unseren Think Tank gekommen und hat gesagt: Leute, passt auf, es entwickelt sich eine virtuelle Welt, in der man reales Geld verdienen kann. Und er meinte damit Second Life, diesen Hype, den es da letztes Jahr, ja, hoch, wieder runter, und jetzt ist ein bisschen abgeflacht. Und alle haben gesagt: Ja, Mensch, ach, was, wofür, wer braucht das denn? Ja, also kein Mensch. Wir haben genug Probleme in unserer realen Welt, wer braucht denn jetzt auch noch Probleme in der virtuellen Welt? Der hat nicht locker gelassen. Und wir haben dann alle gesagt: Na gut, also in 10 Jahren kann ja viel passieren, wir nehmen das mal mit auf in unser Szenario. 8 Monate später war der Millionär und hatte seine reale Million, die er auf dem Konto hat, im Second Life gemacht, hat jetzt eine gut gehende Firma in China,
wo er programmiert, wo er virtuelle Welten programmiert für alle Unternehmen dieser Welt, also nicht alle, aber alle wichtigen Unternehmen dieser Welt. Auch sowas passiert in diesem Think Tank. So, mit diesen Menschen wachen Sie gleich auf. Warum habe ich die Ihnen vorgestellt? Wenn man sich mit Trends beschäftigt oder wenn Sie mit Trendforschern reden, dann gibt es eigentlich zwei Arten, wie man das machen kann. Die eine Art ist, Sie setzen Scouts, Trend-Scouts an alle wichtigen, an alle Hotspots dieser Welt, ja, Tokio, New York und so weiter, lassen sich monatlich berichten, dann haben Sie solche Reports, die können Sie durchblättern und können schauen, was finden Sie besonders kreativ, was finden Sie besonders intelligent, was passt in Ihr Geschäft. Wir haben gesagt, wir machen es ganz anders. Wir haben gesagt, es gibt nicht zu wenig Trends. Ich muss nicht jeden Monat wieder so einen Trend-Report haben, wo nur 50 neue Trends sind. Es gibt zu viele Trends. Kein Mensch, wo Sie eine Zeitung aufschlagen, finden Sie einen neuen Trend. Das Wesentliche für Geschäfte, weil wir reden in diesem Think Tank über Geschäftsmodelle der Zukunft, nur darüber. Das Wesentliche ist, herauszufinden, welche dieser Trends in 5 Jahren, in 10 Jahren tatsächlich unsere Wirtschaft prägen, weil darauf muss ich mich einrichten. All die, die in einem Jahr vorbei sind, die kann ich getrost vergessen. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen Trends, die quasi sich realisieren in den nächsten 5 Jahren und den Trends, die eine Blase sind und platzen werden? Einer der Hauptunterschiede ist, dass Trends, die relevant werden, die haben einen funktionierenden Eco-Cycle. Ein Eco-Cycle heißt, oder in einem Eco-Cycle sind alle Akteure, die irgendeinen Anteil haben am Gelingen ihres Geschäftes, ihres Produktes. Das geht von der Forschung über die Entwicklung, selbstverständlich ihre Lieferanten, ihre Kunden, Consumer Insights, ist ein kleiner Teil davon, aber auch ihre Konkurrenten, auch der Handel, auch die Politik, wenn sie mit irgendeiner Regulierungsbehörde zu tun haben. All das sind Akteure in ihrem Ecocycle, und wenn die alle einen Trend treiben, dann hat dieser Trend eine Chance. Wenn sie ihn blockieren oder gar gegen diesen Trend arbeiten, dann können sie sonst wie viele Innovationsworkshops auf diesem Trend ausrichten. Sie werden nur Ideen, natürlich werden sie Ideen generieren, aber sie werden Ideen generieren, die in 5 Jahren nicht relevant sind. Deshalb laden wir aus so vielen Branchen die Menschen ein und lassen die 2 Tage lang ihre Visionen übereinander legen, und in der Schnittmenge sieht man dann jene Trends, die eben von ganz vielen getrieben werden und auf denen wir dann unsere Zukunftsszenarien aufbauen. Und inzwischen richten sich einige dieser und noch weitere Unternehmen in ihren Zukunftsplanungen eben nach diesem Zukunftsszenario, was uns zeigt, dass dieser Weg nicht ganz falsch sein kann. So, lassen Sie uns beginnen. Ich bitte Sie mal, die Augen zu schließen. Sie haben jetzt für 10 Sekunden die ausgesprochene Gelegenheit, mal an nichts zu denken. Vielleicht zum ersten Mal am heutigen Tag. Und sich vorzustellen, wie es ist, wenn Sie am 6. November des Jahres 2020 aufwachen. Die gute Nachricht daran ist, der Wecker verändert sich nicht. Dieses Geräusch werden Sie auch im Jahre 2020 hören. Aber schon wenn Sie aufgestanden sind, die Augen aufmachen, sich umschauen, werden Sie eine Entdeckung machen, die Sie stutzig machen lässt, die Sie stutzig werden lässt. Nämlich, es scheint schon jemand wach zu sein. Es hat irgendwer das Licht angemacht, das Radio angemacht und vielleicht blubbert sogar die Kaffeemaschine schon. Eigentlich liegen aber alle noch im Bett. Sie sind der Erste normalerweise, der aufsteht. Was ist passiert? Ihre Bettwäsche ist intelligent. Ihre Bettwäsche hat vor Ihnen gemerkt, dass Sie wach werden. Und zwar an Ihren Herztönen. Diese Systeme werden im Augenblick wo es am meisten Sinn macht, für Pflegeheime entwickelt. Aber die Textilindustrie wird es sich nicht nehmen lassen, die sind da sehr, sehr hellhörig bei diesen Systemen, die wird es sich nicht nehmen lassen, auch für den, ich sag mal, technikbewussten, technikaffinen oder Lifestyle-bewussten Kunden genau das anzubieten. Wenn Sie aufstehen, wird Ihr Licht schon leuchten. Dann gehen Sie ins Bad und machen einen Handgriff, den Sie bisher nicht kennen. Sie machen den Badspiegel an. Bisher macht man das Radio an oder schaut in den Badspiegel hinein. Sie werden ihn anmachen müssen. Und dann werden Sie vielleicht die Nachrichten sehen, vielleicht werden Sie in Ihrem Badspiegel das Wetter sehen, oder wenn Sie ein bisschen mehr Zeit haben, dann können Sie sich auch in die Badewanne legen und dann werden Sie einen Spielfilm sehen. Wenn es ein bisschen kürzer oder knapper sein darf, nehmen Sie die Dusche. Und wenn Sie ganz schnell sind, machen Sie alles auf einmal. Was sehen wir hier?
Wenn tatsächlich dieser Bartspiegel, der übrigens nicht erfunden oder gemalt ist, sondern den ich fotografiert habe, wenn dieser Bartspiegel, nee, stimmt nicht, ich habe ihn nicht fotografiert, ich hab das Foto genommen, wenn dieser Bartspiegel in Ihrem Badezimmer des Jahres 2020 hängt und Sie da drin die Börsenkurse sehen oder die Nachrichten sehen, meinetwegen auch die Zeit oder was auch immer, Musikvideos, was auch immer Sie darin sehen wollen, dann sehen wir an diesem Bild 4 bis 5, sagen wir mal 4,5 Trends. Der erste heißt, das, was Sie bisher als Fernsehen, als Radio, als Medien kennen, wird über Funktechnologien übertragen, über Internet, ist bestimmt nichts Neues, ja, kann sich jeder vorstellen, und wird aber von Geräten empfangen, die Sie bisher nicht kennen. Also die Geräte kennen Sie, aber nicht als Empfangsgeräte. Ein Bartspiegel kennt man bisher nicht als Empfangsgerät für Fernsehen. Genauso wenig wie eine Armbanduhr, genauso wenig wie ein Amulett oder eine Tasche, eine Handtasche. Was würde jetzt beispielsweise passieren, wenn in diesem Fenster mein Freund auftaucht oder mein Kollege, der sagt, Mensch du, ich habe gerade gesehen, du schaust gerade Börsenkurs XY an. Wollen wir kaufen heute oder wollen wir verkaufen? Community-Systeme. Angefangen von Telefonie über all diese Community-Systeme, die Sie aus dem Internet vielleicht kennen, werden integriert in ein Mediensystem, dessen Namen ich nicht vorhersagen kann, weil ich bin kein Wahrsager. Ist das Radio, ist das Fernsehen, ist das Zeitung, ist das Internet? Keine Ahnung. Es ist ein Mediensystem. Es kann aber noch was passieren. In diesem Fenster muss nicht nur mein Freund auftauchen. Es kann auch der Wettbroker meines Vertrauens auftauchen. Und dieser Wettbroker kann genauso sagen, du, ich sehe gerade, du siehst Börsenkurs XY. Ich biete dir eine Wette an, der steigt heute um 3%. Hältst du dagegen? Es kann auch die Börse auftauchen, die Deutsche Börse AG, und sagen, du, ich sehe gerade, du interessierst dich für Börsenkurs XY, willst du kaufen? In meinem Bartspiegel. Und schon sind wir bei Kundendialog, bei Kundenbeziehung. Weil der Bartspiegel ist quasi an Ihrem Tag, am 6. November des Jahres 2020, Ihr erster Touchpoint zum Kunden. Und es kann noch eine Sache passieren, in diesem Fenster kann genauso gut ein Verkehrsassistent, Ihr Navigationssystem, was Sie im Auto haben, auftauchen und sagen, du Jansky, ich habe schon mal die drei Routen gecheckt, die du normalerweise zum Büro fährst, die sind heute alle ein bisschen viel befahren, nimm mal die Route über die Autobahn, aber fahr 10 Minuten eher los, damit du auch wirklich pünktlich ankommst. Und da sehen wir gleich noch einen Trend, Geräte, das werden Sie gleich nochmal sehen, Geräte unterhalten sich untereinander. So, jetzt lassen Sie uns durchatmen und ins Wohnzimmer gehen. Mal schauen, was wir da sehen. Im Wohnzimmer fällt uns als allererstes auf, dass es keinen Fernseher mehr gibt. Der Fernseher ist weg. Da, wo der Fernseher war, ist eine große Wand. Was ist passiert? Ich zeige Ihnen ein ganz altes Foto aus dem Jahr 2005, internationale Funkausstellung. Da hat die Firma Philips ein weißes Kissen vorgestellt. Ein ganz primitives, einfaches, weißes Kissen, das, wenn es elektronisch angesteuert wird, plötzlich blau und rot leuchtet und ein schönes Herz zeigt. Dasselbe können Sie auch als T-Shirt kaufen. Die Vision dahinter ist, dass insbesondere die Lampenindustrie daran arbeitet, dass in Zukunft die Helligkeit und die Atmosphäre in Räumen durch die Tapete gesteuert wird. Durch eine textile Tapete, die, wenn sie elektronisch angesteuert wird, rot und blau wird, die hell und dunkel wird. Und wenn Sie diesen Schritt einmal erreicht haben, der nicht erst 2020, sondern wesentlich eher passieren wird, dann ist der Monitor in der Tapete, sozusagen die Screen-Tapete, nur noch eine leichte Übung. Aber wichtig ist vielleicht gar nicht so sehr, wie dass technisch alles funktioniert, sondern wie so die Nutzungsumgebung unserer Kunden sind. Ja, wie werden wir eigentlich in diesem Wohnzimmer des Jahres 2020 sitzen? Und hier sehen Sie letztlich nichts anderes, was ich Ihnen vor dem Bartspiegel schon mal gezeigt habe. Hier sehen Sie eine reale Gruppe Menschen, die in einem realen Raum sitzt. Das ist wichtig. Die sehen in einer Screentapete eine Fernsehübertragung, ob das dann noch so heißt, was weiß ich nicht, aber sie sehen irgendwas, was wir heute als Fernsehübertragung bezeichnen würden. Sie sehen diese Fernsehübertragung zusammen mit einer anderen Gruppe realer Menschen, die nicht in diesem Raum ist, aber die gleiche Übertragung sieht und eigentlich sehen die zusammen. Übrigens, mein Freund macht das heute schon, der hat keine Screentapete. Wenn heute Formel 1 Rennen sind,
dann sitzt er vor seinem Fernseher und telefoniert 2 Stunden lang mit seinem besten Freund. Und die reden einfach darüber, was die gemeinsam, also nicht gemeinsam, was die in diesem Fernseher sehen. Ja, sie gucken gemeinsam, aber nicht im selben Raum. Noch ein bisschen einfacher wird das 2020. Und hier sehen Sie einfach nur diese Zusatzdienste. Im Augenblick einfach nur Informationen über diesen Spieler, der eben gerade den Ball führt. Aber das können genauso gut, wie gesagt, ein Wettangebot sein. Schießt der das nächste Tor oder wer ist es, der das nächste Tor schießt? Oder ein Angebot, kaufe ein T-Shirt mit genau dieser Spielszene, weil du irgendwie Fan von diesem Stürmer bist. Was auch immer wir uns da einfallen lassen, über diesen Kanal geht alles zu verkaufen. Auch das im Wohnzimmer, ein Punkt, ein Touchpoint, dieses Wort werden Sie noch öfter hören heute, ein Touchpoint im Kundendialog. Was ganz nett ist, eine nette Spielerei für die Techies unter Ihnen, Sie können die Atmosphäre in Ihrem Wohnzimmer natürlich auch dem Fernsehbild anpassen. Ja, ich mache nochmal zurück. Also wenn Sie ein blaues Bild haben im Fernsehen, dann wird auch Ihr Wohnzimmer blau sein. Und wenn es eher ins Rötliche geht oder ins Violette geht, dann passt sich eben auch das Wohnzimmer an. Das ist dann so ein bisschen Kino im Wohnzimmer, ohne ins Kino zu müssen. Aber das ist eher so eine technische Spielerei. Wesentlich wichtiger finde ich für unser Thema, für den Kundendialog 2020, die Frage, wie bedienen wir denn das alles? Wie steuern wir das, was da irgendwie auf diesem Screen passiert? Und da möchte ich Ihnen eine kleine Zukunftsvision zeigen, die nicht bei uns entstanden ist,